Habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Da muss ich eigentlich ein bisschen zurückspulen. Und zwar, das hat mir damals eine Wahrsagerin gesagt. Ich weiß, das hört sich komisch an, aber hört einfach zu. Das war vor circa 3 Jahren. Ich hatte meinen damaligen Job verloren, war auch noch dazu Single und todesunglücklich. Und irgendwann bin ich zu einer Nummer gekommen von einer Wahrsagerin. Natürlich war ich skeptisch, ich habe ja damals daran gar nicht geglaubt. Irgendwann haben wir dann doch zusammen telefoniert und sie hat das damals sogar kostenlos gemacht, weil sie wusste, dass ich Hilfe brauche. Weil sie ja wusste, dass ich skeptisch bin, hat sie alles über mich erzählt. Woher ich komme, was ich erlebt habe und Sachen, die sonst niemand wusste. Ich hatte überall Gänsehaut. Dann habe ich ein paar Fragen gestellt und jetzt haltet euch fest. Sie sagte, dass ich bald einen Mann treffen werde, der Südländer ist, größer ist als ich und dass sein Name mit dem Buchstaben I anfängt. Und ein Jahr später kam Ibo. Was sie noch alles vorhergesagt hat, das waren echt krasse Sachen, könnt ihr jetzt in meiner Story sehen.